Nummer 2, das Parkhotel im Bernepark Bottrop. Hier sieht es auf den ersten Blick gar nicht so wirklich aus wie ein Hotel, war auch früher eine Kläranlage hier. Aber heute kann man in diesen Rohren, wenn man möchte, seinen Campingurlaub verbringen. Und so sieht das Ganze dann aus. Ihr übernachtet in der Röhre auf einem bequemen Doppelbett und direkt vor der Tür liegt die Natur des Berneparks. Mehr Industriekultur geht eigentlich nicht. Fast 40 Jahre wurden im Bernepark Abwässer geklärt, dann wurde die Anlage mit den beiden Becken und dem Maschinenhaus stillgelegt und geriet fast in Vergessenheit, bis dann die Emscher Genossenschaft den Umbau als Ort der Industriekultur beschloss. Seitdem kann man hier übernachten und nicht nur das, das Maschinenhaus bietet neben Sanitäranlagen auch ein Restaurant, in dem ihr lecker essen gehen könnt. Das Parkhotel im Bernepark hat von Mai bis Oktober geöffnet. Wer hier übernachten will, sollte aber schnell sein. Die Röhren sind so beliebt, dass sie regelmäßig ausgebucht sind. Das war ein schöner Übernachtungstipp. Guck doch mal die anderen an. Abonnier den Kanal, lass einen Daumen nach oben da. Mach doch mal, sei doch mal verrückt.